Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Highlands. Hier wieder euer Terminas und ich zeige euch heute, was ich alles gemacht habe. Ein Bett. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nee, also, wie fange ich denn an? Ich habe damals da etwas gebaut und wollte eigentlich da hinten mein Haus haben. Das ist jetzt alles ein bisschen anders gekommen. Und das, weil einfach alles, was ich da hatte, geklaut wurde. Also nicht nur einfach alles aus der Kiste raus. Meine Kiste wurde weggenommen, Workbench, sogar die Brücke zu meinem Haus hin wurde abgerissen. Dann dachte ich mir einfach, nö, keine Lust mehr. Und deswegen bin ich umgezogen an einen relativ abgeschiedenen Ort, wo es noch keinen richtigen Weg hin gibt. Ey. Nee. Na, 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 na. Hoppala. Ja gut, gehen wir mal zu meinem alten Häusli. Ich glaube, jetzt wohnt da oder so ziemlich da der Insider-Ulp. Insider-Ulp. Oh, die Brücke wurde geändert. Insiders Garten. Ja, ja. Der hat hier seinen Gärtlein aufgebaut. Dann hier, zuletzt mit und so. Gibt's ganz viele tolle Sachen. Ja, wollte ich auf jeden Fall mein Haus bauen. Da ist Plasmas Turm. Ich glaube, in dem Turm sind gerade ganz viele Bäume, wenn er es noch nie weggemacht hat. Die Brücke finde ich aber hübsch. Die baut jetzt nur noch Stützpfeiler. Wer hat euch erlaubt, eine Brücke an meinen Gärten? Mit E. 2 PS, ich meine Gärten. Ja, gute Frage. Sieht aber gut aus, also beschwere ich nicht. Hier habe ich mal Hühner reingeworfen, aber die hat Unger getötet. Schade. Schade. Da wollte ich meinen Hühnerstall drin haben. Die muss ich jetzt gerade erst ein bisschen übertrieben für einfach im Highlands rumlaufen. Das sieht doch auch schon mal hübsch aus. Kommt man da schön runter. Ich muss mir bald ein eigenes Feld machen. Oh, guck mal, da ist einer gescheut. Mehr zeige ich mal davon nicht. Ich will mal jetzt eher mein Haus zeigen, durch das ich ja schon durchgerannt bin. Hier geht es auf jeden Fall zum lieben Milchbahn, mit dem ich in der zweiten Folge in der Hölle war. Das sieht ja auch interessant aus. Hier habe ich was gebaut, was ich wahrscheinlich nicht fertig machen werde. Egal, gehört jetzt nicht mehr mir, kann irgendwer haben, wer will. Ja, hier wohnen Milchbahn und die helle Oma, die sich umbenannt. Ich kann mich übrigens bald umbenennen, ich bin ja jetzt noch der DB64, aber... In weniger als 30 Tagen kann ich mich umbenennen endlich, weil Mojang das endlich gerafft hat. Ich habe mir hier so einen relativ umständlichen Weg nach oben gebaut mit einer Leiter. Da muss ich hier durch, da müsste hier irgendwann das hier kommen. Also ich habe noch keinen richtigen Weg zu meiner Behausung. Aber hier ist auch eine Leiter dran, wie man gesehen hat. Dann kommt man erstmal hier ran. Ich will hier vielleicht doch irgendwas bauen, allerdings kann ich das natürlich auch nicht in... Fuck. Deren Garten enden lassen. Die haben ja alles abgeerntet. Ich hab da immer mein Essen geholt. Ich darf jetzt nicht nochmal runterfallen, sonst bin ich wahrscheinlich tot. Sonst bin ich wahrscheinlich tot zum 10. Mal. Ja gut, auf jeden Fall kommt man hier raus. Das ist das weiteste, was ich gebaut habe. Und kommt erstmal hier rein. Hier habe ich auch bisher nur den Treppenaufgang gemacht. Hier kommt noch irgendwas hin. Hier geht es noch irgendwo hin, habe ich es ja nur natürlich übrig hatte hingebaut. Dann kommt man hier in so eine kleine Allee von Birkenbäumen. Hier kommt noch ein großer Birkenbaum, so irgendwie drüber will ich den haben. Unter so einer Blätterkuppel, wie ich das mache, sehe ich dann. Dann kommt erstmal hier rein. Da denkt man schon, das könnte ein Haus sein, ist aber auch mehr oder weniger nur so ein Gang. Cool. Ja, weiß ich auch nicht, was ich bauen will. Ich glaube sowieso, das will ich da unten anpassen. Was heißt, auf Daryl bleibst, die kommen weg, die vier. Und da geht's in mein Haus. Aber jetzt gehen wir erstmal hier runter. Da habe ich relativ viele Steine gebraucht. Ich glaube, das sieht man schon. Die einschmelzen und dann hier anstapeln. Das ist gar nicht so wenig. Hier pflanze ich das halt mal die Bäume an, um die dann zu haben. Und hier kommt ein Lager hin. Weg, die Scheiße. Ich habe vor, hier kommt so eine Reihe Kisten hin. Hier kann man durchlaufen. Hier wieder eine Reihe Kisten. Hier noch eine Reihe Kisten, wo jetzt die Zäune sind.
Und dann könnte ich da noch eine machen. Dann habe ich so ein riesen Lager hier im Keller. Was will ich damit? Die Hühner kommen natürlich ran, das sind die, habe ich jetzt hier erstmal gemacht, um die zu vermehren. Nee, nee, du musst nicht rausrennen. Ey! Einer. Komm, komm, komm. Oh ja, gibt's noch mal Fleisch, hatte ich schon lange nicht mehr. Klipp, klipp. Und hier hinten kommen Felder und so ein Müll hin, dass ich auch endlich mal mein eigenes Essen anbaue. Mittlerweile, bisher sind da aber nur die ganzen Sachen. Hast du sogar Zeit gefunden, Eisen zu farmen? Und das geht. Baby auf. Komm, er macht Spaß. Waren da mehrere? Achso, nee. Ja, genau. Hier kommen Felder hin. Ist bisher meine Basis. Und ein paar Bäume. Dann geht's hier aus meinem mehr oder weniger Keller da hoch. Habe ich so schön Glas gefarmt. Das habe ich, glaube ich, unter Wasser farmen müssen, was voll nervig war. Dann kommen wir erstmal hier auf so einen Balkon. Die Treppen sind sogar nützlich. Da kommst du an die Leiter, wenn du nicht total nubig bist. Wie? Geht das nicht? Geht das nicht? Mein Masterplan? Doch. Hier kommst du schon aufs Dach und kannst alle mit Pfeilen beschießen, wenn du gerade Lust hast. Diese riesen Glasfront sieht gar nicht so scheiße aus. Ja, auf jeden Fall Dach. Dach ist gut. Hoppala. Und hier kommt man wieder hier raus. Ja, ist schön. Dann habe ich hier so einen kleinen Jump-and-Run-Part, den ich bisher gebraucht habe, um aufs Dach zu kommen. Ich bin dann hier immer raus. Jetzt habe ich aber die schöne Leiter hier. Das muss ich noch zumachen. Hier mit so ein paar Holzstreben, die ich gerade nicht dabei habe. Und ja, das war so ziemlich mein Haus. Wie es weitergeführt wird, hier wird wahrscheinlich nicht offen bleiben. Das hier will ich alles anbinden, dass ich so mehrere Etagen hier habe. Auf der Höhe müsste das dann sein. Ja. Da kommen noch mehrere Etagen, das wird alles noch Haus. Ebenso wie der Keller und vielleicht kommt hier noch eine Etage rein. Ich habe ja genügend Platz auf meinem kleinen abgeschiedenen Berg. Außerdem kann ich hier noch... Oh, kommt mal mehr Leute. Dann kann ich hier noch viel bauen. Hier habe ich auch genug Platz. Und falls mir wirklich ganz langweilig wird, kann ich das da fertig bauen bei der Brücke. Und hüpf. Ich muss auch unbedingt noch irgendwie einen sicheren Weg bauen, weil diese Jump and Runs bin ich zu dumm für mit der Zeit. Da hat jemand Plasmas, was auch immer das ist, geflutet. Das Blöde ist, ich versuche, ja, das kann ich gerade ansprechen. Ich versuche nicht in den Nether zu gehen. Das gucke ich mir mal. Au. Warte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Egal, was zum Trollen. Ich habe bisher versucht, immer täglich 2 Folgen zu bringen. Und das kann ich diese Woche auch ganz sicher noch machen. Die sind auch immer recht aktuell. Ich nehme eigentlich immer auf für den Tag darauf. Also, ich nehme heute auf, gestern, was jetzt hier Minecraft technisch rauskommt. Das geht ab nächster Woche nicht mehr, weil ich da keine Ferien mehr habe. Was echt doof ist. Aber da habe ich immer voraus aufgenommen. Ich werde dann auch wahrscheinlich noch am Wochenende den festen Zeitplan überlegen, wann ich was rausbringe. Allerdings weiß ich eben nicht. Bei Highlands nehme ich seltener auf, weil ich weiß nicht, was ich da zeigen soll. Ich kann höchstens mal mit anderen was aufnehmen, aber das endet immer in Katastrophen. Geht das? Fuck. Ah, da ist ein Knopf. Kann man den so öffnen? Ich muss meinen Hühnerstall hier wieder machen. Lapis und Kloster. Die Hühner haben es hier schon schön, ja. Ja, okay. Auf Wiedersehen. Ich möchte hier raus ohne euch, bitte. Ich schlag dich. So, meine Hühnerfarm ist wieder aufgebaut. Gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Weil ich finde es eigentlich voll toll, mit mehreren so ein Bauprojekt zu haben. Die bauen dann alle voll viel. Egal. Das Haus hier ist aber auch relativ spartanisch einfach gehalten. Ja, da gibt es schon Leute mit besserem Baugeschick hier. Oh, Feld. Hallo? WTF. Da. Will ich gerade beschweren hier. Da die sowieso kaum drauf sind, immer wenn ich auf dem Server bin, ist eigentlich niemand drauf.
Das ist die maximale Anzahl mit Leuten, die ich spiele. Oftmals. Zack, 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 zack. Dann kann ich das auch gerne mitnehmen. Wenn ich es nachpflanze, ist das ja okay. Weil mir geht langsam das Essen aus und ich bin noch zu faul, selber was zu bauen. So, hat ein bisschen was geklaut, ne? Jetzt wird's dunkel. Das Haus sieht echt cool aus. Ist zwar nicht mittelalterlich, aber ich war ja auch nicht mehr mittelalterlich. Das sieht richtig geil aus. Hier ein bisschen voll gestopft, aber... Ist das ein Kühlschrank? Aber sieht schon recht geil aus. Wo geht's hier lang? Ich muss sagen, das gefällt mir. Alter, das sieht richtig geil aus, dafür, dass es so klein gehalten ist. Also hier hat sich jemand Mühe gegeben. Von wem ist denn das Haus? Ist das vom Hergel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ich es nicht weiß. Zu Insider. Bla 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 bla. Ich glaube, das ist von Hergel, aber ich weiß es nicht. Könnte auch das diese Ruine sein, die auf- und abgebaut wurde. Ich habe keine Ahnung, was mit der ist. Ich will nachher noch mal ein Stockwerk gucken. Nur Bettchen und so. Illuminaten. Passt. Angenehm, hübsches Haus. Plasmas Turm hat man eigentlich bei Plasma schon gesehen, denke ich. Allerdings die ganzen Dinge auch. Plasmas Turm finde ich aber langweilig. Irgendwoher kenne ich den. Oh. Renn von der Brücke runter, Terminus. Das ist eine schlaue Idee. Was ich euch noch zeigen will, und da muss ich ganz großes Lob an den Insider, der hat das richtig geil gebaut. Erstmal hier hat er nur den Garten und gar kein Haus, oder? Das gehört nicht ihm. Wem gehört das eigentlich? Ich kenne mich hier super aus, aber... Hier D, das ist eine Anspielung auf mich, weil ich bin DB64. Ja, ja. Der hat dann nur an mich gedacht, als er den Tippfehler gemacht hat. Dann kommt man hier raus und der hat auch eine kleine Hühnerfarm. Die gar keine Eier gibt. Was hier falsch? Wo geht's denn hier lang? Ach so, die sitzen auf Trichtern oder was? Hm, das kenne ich auch irgendwoher. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ah, und da gibt's Hähnchen von. Ah, okay. Da klaue ich mal nichts. Ausnahmsweise. Vielleicht später irgendwann mal. Wo geht's hier lang? Oh. Nice. Nett, nett hier. Da gab es sich auch ein bisschen Mühe. Da hat überhaupt Eisen. Hier noch ein Feld. Tatsächlich nicht. Ziemlich wenig gebaut. Sieht aber hübsch aus. Vor allem sein Garten oben. Das muss ich ihm lassen. Das sieht hübsch aus. Und ich würde sagen, viel mehr zeige ich euch in der Folge noch nicht. Dann habe ich auch noch in anderen Folgen was zu zeigen. Ich würde auch sagen, in der Videobeschreibung sind sowieso alle verlinkt. Ach ja, hier war noch was. In der Videobeschreibung sind ja alle verlinkt, die soweit im Ding mitmachen im Let's Play. Wenn noch welche dazukommen, versuche ich bestenfalls die auch reinzubringen in die Beschreibung. Das kann ich aber nicht versprechen, weil ich ein fauler Sack bin. Von Inside. Die Bodenplatte macht mir Angst. Dich habe ich nicht gesehen. Dich habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, okay, ich würde sagen, das ist dann doch ein Insiders Haus. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann doch bitte positiv bewerten. Einen Kommentar da lassen, wenn ihr wollt. Und was denn hier unten? Hier gibt es auf jeden Fall noch viel zu entdecken. Ein paar haben auch etwas außerhalb angefangen zu bauen, aber noch nicht so viel. Ich würde sagen, das wird auf jeden Fall alles noch sehr hübsch. Das nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Tabula ist raus und ich muss mir noch so einen 1.8-Skin machen, der auf 1.7 nicht funktioniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.